Hey du, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über Nischendüfte für Anfänger, für die Frauen. Und zwar gehe ich mal davon aus, dass ihr vielleicht euch noch nicht so gut auskennt in der Nischenwelt, bis ihr hauptsächlich Designerdüfte tragt und einfach mal so ein bisschen reinschnuppern wollt, ja, ohne gleich auf die total ausgefallensten und tragbarsten Düfte zu gehen. Weil das ist schon auch ein bisschen Nachteil an dem Begriff Nische, dass da sehr viel zusammengefasst ist unter diesem Begriff, ja. Also da sind die ganz konzeptionellen, wahnsinnig untragbaren, total speziellen Düfte drin, die eigentlich nicht für den Alltag geeignet sind oder die wirklich auch einfach so ein Stück Kunst sein sollen. Es steckt ja auch ein Name in der Nische, ist nicht für den Massenmarkt gedacht, sondern ist etwas spezieller. Aber gleichzeitig ist auch irgendwie, ich will jetzt eigentlich gar nicht in die Terminologie reingehen, weil ich weiß, da wird ein Krieg entfacht werden in den Kommentaren. Aber die Terminologie Nische bedeutet eben eigentlich auch, dass Parfum das einzige Produkt ist, das diese Marke herstellt. Also nicht wie in Dior, die auch noch Mode und Make-up produzieren zum Beispiel, sondern Parfum ist sozusagen deren Steckenpferd, ist deren Hauptaktivität. Das ist eigentlich, was ein Nischenhaus auch ist. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Erklärvideo zu den ganzen Terminologien. Aber Fakt ist einfach, zum einen sind sie schwerer zu testen, weil sie nicht so breit verfügbar sind wie Designerdüfte. Zum anderen sind sie sehr viel teurer. Das heißt, ein Kauf will da auch wohl überlegt sein. Und zum dritten ist die Auswahl schier unendlich. Und es gibt auch innerhalb dieses Begriffs Nische so ein breites Spektrum. Manche sind wirklich total extrem und manche wirken fast wie ein Designerduft, sind sehr vertraut, ja, und haben vielleicht noch irgendein besonderes Element in sich. So, und mein Ziel ist es, wenn ihr in diesen Nischenbereich ein bisschen eintauchen möchtet, euch Düfte zu zeigen heute, die sehr versatil sind, die sehr gefällig sind. Also ich würde sagen, Crowdpleaser könnte man sagen, ja. Also mit denen werdet ihr gut ankommen, aber die trotzdem eben einen nischigen Aspekt haben, etwas Besonderes, ja, was sie nicht ganz so gewöhnlich macht. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, ich rede über Parfum und ich würde mich super freuen, wenn du abonnierst. Ich lade hier zweimal pro Woche für euch Parfum-Content hoch und jeder Einzelne ist herzlich willkommen. Es gibt heute kein Ranking. Die sind alle Platz 1 heute. Also die sind alles wunderbar, besonders der erste. Das ist immer so lustig, wenn man sagt, nein, es sind alle gleich, aber manche sind etwas gleicher. Und der jetzt auch ein bisschen gleicher ist der Baldafrick von Byredo. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Mein Gott, ist das ein toller Duft. Also das ist einer, den ich super oft trage. Der war Platz 1 bei den Düften, die mich aus einer schlechten Laune holen. Also der ist so positiv, so strahlend, so freundlich, so wunderbar, so feminin, so wunderschön und ganz besonders. Der hat als Hauptnote den Vetiver drin, was selten vorkommt in Frauendüften. Deswegen fand ich ihn jetzt auch so toll. Zum Einstieg. Vetiver ist dieses Süßgras und das hat eine ganz distinktive Qualität. Das hat so was fast Grünes, aber das ist hier kein grüner Duft, obwohl er so Vetiver-lastig ist, sondern der wirkt auf mich ein bisschen fruchtig, leicht kokosnussig, obwohl wir keine Kokosnuss drin haben. Wir haben ein paar Noten, die man vielleicht auch aus Dolce & Gabbana Light Blue wieder erkennt, also Tagetes, Zitrone. Er hat schon so was Frisches, Erhebendes einfach, so was gute Launeartiges und ist aber gleichzeitig sehr speziell. Also der ist ultra wiedererkennbar. Wenn ihr den mal gerochen habt, dann erkennt ihr den überall wieder. Die Haltbarkeit ist auch gut. Also so 6 bis 7 Stunden bekomme ich mit dem bei moderater Projektion. Also der hat eine Präsenz, der überrollt aber niemanden. Der ist perfekt. Also Baldafrick ist einfach ein supergeiler Duft. Ich würde einfach sagen, wenn ihr grundsätzlich auf so sommerliche, frühlingshafte, wunderschöne, feminine Düfte steht, dann besorgt euch mal eine Abfüllung von dem oder ganz ehrlich, das ist eigentlich einer, den man sich auch blind kaufen kann. Baldafrick von Byredo. Der nächste ist relativ ähnlich. Das ist auch ein wunderschöner, frühlingshafter, sommerlicher Duft. Das ist allerdings ein Aquate, aber der ist auch spitze. Ultimativer Komplimente-Sammler und einfach so angenehm. Geht für jeden Tag, geht ins Office insbesondere gut. Baldafrick würde auch ins Office gehen. Einfach ein wunderschöner Duft und ich habe noch nicht gesagt, wie er heißt. Es ist, weil ich es nicht erwarten konnte, ihn zu riechen. Es ist der Wood Sage and Sea Salt von Jo Malone. Ja, dem bin ich verfallen. Der hat einfach dieses wunderschöne Salbei-Meersalz-Treibholz-Aroma, ohne zu dreckig zu werden. Weil wir wissen alle, wie es manchmal an so Stränden aussieht.
wenn da so Zeug angeschwemmt wird, das riecht nicht immer gut. Das ist nicht diese Art von Duft. Das hier ist der Traumstrand. Das hier ist das Treibholz, das auf einer Malediveninsel angeschwemmt wird. Und die Aromatik ist auch ganz wunderschön. Nicht zu männlich eben, aber doch erfrischend und ein bisschen salzig, ein bisschen aquatisch. Hat auch eine schöne Süße mit dabei. Also ich glaube, wenn es ein Adjektiv gibt, das auf den passt, dann ist es angenehm. Und toll ist da auch, dass es den eben in 30 Milliliter gibt. Weil Nischendüfte sind ja im Schnitt schon etwas teurer als Designerdüfte und werden oft nicht in kleineren Größen hergestellt. Und bei so einem Wood Sage in Sea Salt, da kriegt man dann schon mal für so 50, 60 Euro 30 Milliliter von so einem Topduft. Der nächste, der auch ein richtig guter Starterduft in die Nischenwelt ist. Und ich habe das jetzt gar nicht so geplant, aber die fügen sich gerade so wunderbar ineinander. Ich habe gerade nämlich über den Maledivenstrand gesprochen. Und das ist auch einer, der auf die Malediven passt. Es ist der Ilangin Gold von Mekalev. Und den habe ich euch ja wirklich schon oft gezeigt. Das ist wirklich einer der schönsten Düfte, nicht nur im Flakon und im Juice, der drin ist. Der hat diese Goldpartikel drin, die dann immer so lustig rumschwimmen. Sondern auch im Duft, ja. Also das ist ein unglaublich schöner Duft. Der ist eigentlich, ja, der gibt sommertropische, nicht frische, weil frisch ist er nicht wirklich. Aber er ist auch nicht frisch. Also den kann man im Sommer tragen, auch bei ganz heißen Temperaturen. Der hat Kokosnuss mit drin. Ich bin sofort im Urlaub, wenn ich an ihn rieche. Das ist mein Fernwehduft. Immer wenn ich mir denke, oh, grauer Himmel draußen, ich will jetzt irgendwo hin, wo es schön ist, rieche ich den Ilangin Gold und schon bin ich irgendwo am Strand. In der Sonne mit einem Pina Colada Cocktail und hat ganz viele Noten drin, ist ganz komplex, aber die herausstechendsten sind eigentlich Kokosnuss, Ylang-Ylang und Vanille. Ja, und der hat was ganz wunderschönes, perfektes, filigranes, weibliches. Ich sage immer, die Margot Robbie der Düfte ist es. Einfach wunderschön und es gibt nichts auszusetzen daran. Bis auf vielleicht die Haltbarkeit könnte noch ein bisschen besser sein. Also der hat wirklich an mir nur so 5 Stunden. Es gibt allerdings von dem jetzt auch Nektar, eine Extra-Version. Die ist ein bisschen stärker auf der Brust. Aber Ilangin Gold ist perfekt als erster Nischenduft. Der nächste Duft passt auch wunderbar in dieses Thema. Wir bleiben einfach beim Wohlfühlen, beim Sommerfeeling im weitesten Sinne, beim Gute-Laune-Feeling. Es ist der Ballade Sauvage von Christian Dior. Und jetzt werden manche von euch sagen, Moment mal, Dior ist doch ein Designer. Wieso zeigst du uns hier jetzt den Ballade Sauvage? Das hat einen Grund. Die Leute sind sich uneinig. Ja? Ganz oft ist es so, dass Designer wie Guerlain oder Tom Ford oder Dior noch exklusive Linien haben, die nicht so leicht zu bekommen sind, die meist nur auf deren Webseiten verkauft werden und die einfach sozusagen eine eigene Nischenmarke innerhalb ihrer Designermarke darstellen. Und die Hardliner sagen, nein, nein, das ist weiterhin ein Designer, aber für den Zweck dieses Videos kategorisiere ich diese Düfte als Nische, weil sie auch wirklich einen nischigeren Charakter haben, also ein bisschen einzigartiger sind. Und der Ballade Sauvage ist eben mein Duft, der mich immer an meine Zeit in Bozen erinnert, als wir noch in Südtirol gewohnt haben, mit 300 Sonnentagen im Jahr. Könnt ihr euch das vorstellen? Also manchmal vermisse ich das sehr, vor allem momentan. Und in meinem Fotoatelier ist durch die Wand ein Feigenbaum reingewachsen. Und Feigenbaum ist die Hauptnote in diesem Duft und deswegen liebe ich den so sehr. Er hat Feigenbaum, Zitrusfrüchte und maritime Noten. Und die maritimen Noten tragen auch wunderbar zu diesem sonnigen Klima bei. Also das ist eigentlich ein richtig toller Duft. Und was ist der Unterschied von Feigenbaum zu Feige? Ich würde sagen, Feige ist süßer und fruchtiger. Ja, der Feigenbaum, der hat mehr so ein holziges Aroma, aber eben dieses Feigenblattaroma auch. Feigenbaum gefällt mir persönlich viel besser als Feige. Der ist perfekt, der Duft. Der hält leider nicht super lange. Ich würde sagen so 5 Stunden, da muss man nachsprühen. Aber das ist auch so einer, da ist egal, wie viel ihr nehmt. Ja, oft bei Nischendüften, grundsätzlich bei Düften muss man aufpassen, wie man sie dosiert. Da können dann 3 Sprühe auch mal schnell zu viel sein. Von dem hier könnt ihr 6, 7, 8 Sprühe nehmen, kein Problem, der wird nie zu viel. Der ist einfach nur ultimativ bezaubernd. Und der nächste gehört auch in dieselbe Kategorie, ist auch ein exklusiver Designerduft. Und zwar von Maison Lancôme. Und den Duft, den ich da so toll finde als Nischeneinsteiger, ist der Jasmine's Marzipan. Und der ist jetzt tatsächlich auf Halbmast. Von dem verbrauche ich momentan so viel.
Der gibt einfach so ein schönes, gepflegtes, weibliches, fast ein bisschen seifiges Gefühl. Und Jasmines Marzipan, da denkt man ja sofort Marzipan, Essen, Gourmand, da denkt man an süß, ja. Aber das ist überhaupt kein süßer Duft. Das ist ein ganz seifig, cleaner Jasminduft mit einem schönen Mandelholz in der Basis. Ich sag oft, dass ich den super finde für Bräute. Das ist für mich so ein Hochzeitsduft irgendwie. Weil eine Braut ist ja auch so im weißen Kleid, ja, so unbefleckt, unschuldig. Das ist, was dieser Duft auch für mich ausstrahlt. Das mit dem unschuldig stimmt natürlich nicht immer im richtigen Leben, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Der ist wunderbar, der hält auch ähnlich mittel, würde ich sagen, so 6-7 Stunden. Ist ultra angenehm, hat einen sehr entspannenden Charakter, finde ich auch. Also sehr mühelos ist der. Ich höre jetzt auf, effortless zu sagen, weil mein Papa, der schimpft mich immer, wenn ich so viele Anglizismen verwende. Deswegen muss ich versuchen, jetzt die wieder ein bisschen abzubauen. Ich weiß jetzt schon, dass es mir nicht gut gelingen wird, aber man kann es ja probieren. Also der ist sehr mühelos, der ist einfach, der fließt irgendwie. Der hat so eine klare, cleane Energie. Ist wirklich einer der schönsten aus der ganzen Linie. Und zusammen mit Oud Bouquet, glaube ich, auch der beliebteste. Wobei Oud Bouquet ist eine ganz andere Kategorie. Also das ist nichts für einen Nischeneinsteiger. Das zeige ich euch dann mal, wenn wir über richtig nischige Düfte reden. Halt! Kürzlich hat mir jemand gesagt, dass man den nicht englisch ausspricht. Ich recherchiere das eigentlich meistens, wie man die Düfte ausspricht. Aber hier war es tatsächlich so, dass ich das Wort Marzipan auf Französisch einfach nicht gefunden habe. Aber tatsächlich, glaube ich, heißt es richtig Jasmin. Jasmin Marzipan. Wenn jemand von euch Französisch kann, sagt mir Bescheid, ob das stimmt. Und man kann eigentlich nicht über nischige Crowdpleaser sprechen, ohne nicht zumindest einmal Parfum de Marly zu erwähnen. Und den Tipp, den ich euch geben würde als Einsteiger, ist die Meliora. Die Meliora ist lustigerweise auch ein Duft, den ich gut an Bräuten sehe. Aber ist fruchtiger, verspielter, hat eine sehr... Wow! Die hat so eine tolle schwarze Johannisbeere und geht vom Charakter her sehr in Richtung Armani C mit einer etwas weniger dominanten Vanille, finde ich. Und Parfum de Marly ist grundsätzlich, wie gesagt, eine Marke, die einfach sehr massentaugliche Düfte macht. Also die Qualität ist immer super. Preissegment ist tatsächlich auch nischig, ja, ist hoch. Aber die Düfte sind eigentlich alle immer sehr gut, ja, das muss man schon sagen. Und ich empfehle euch jetzt eben die Meliora und nicht die Delina, weil ich finde, die Meliora, die ist noch ein Stück leichter zu verstehen, noch ein Stück weniger invasiv. Die Delina wird wirklich von jedem gerochen und die ist für einen großen Auftritt. Aber die Meliora, die ist zurückgenommen. Also die ist auch präsent und die riecht man und die hat eine tolle Haltbarkeit und eine tolle Performance. Aber sie ist nicht so krass wie die Delina und das finde ich zum Einstieg einfach ein bisschen besser. Die gefällt mir einfach richtig gut. Meliora von Parfum de Marly. Der nächste ist von einem australischen Nischenhaus, über das ich auch kürzlich den kompletten Brand Review gemacht habe. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt, hier oben. Und der Duft von denen, den ich euch empfehlen würde, wenn ihr noch nicht vertraut seid mit nischigen Düften, ist der Southern Bloom. Der Southern Bloom ist der femininster Duft. Da geht es um die tasmanische Boronia. Das ist eine Blüte, die blüht, glaube ich, nur einen Monat lang und auch nur in Australien, also in Tasmanien, an einem ganz bestimmten Ort. Und die wird dann geerntet und dann machen sie diesen Duft raus. Finde ich auch immer cool, wenn so eine Geschichte dahinter steckt. Und ja, die ist wirklich schön. Also die riecht sehr nach Kokosnuss am Anfang und wird dann aber immer floraler und angenehm und etwas grün mit so einem ganz, ganz, ganz leicht grünen Touch. Und ich bekomme auch noch eine schöne schwarze Johannisbeere und so einen fruchtigen Jasmin irgendwie. Also das ist wirklich eine ganz runde Komposition. Im Herzen ein floraler Duft, aber eben ein floraler Duft, der ein bisschen Spaß hat, der ein bisschen verspielt ist, der leicht süß ist, der strahlt, ja. Der strahlt und der hat Spaß im Leben und das gefällt mir sehr gut. Haltbarkeit ist gut, okay, ja, also so 6 Stunden ungefähr. Die Projektion ist moderat, eigentlich genauso, wie man sich's wünscht. Den kann man wirklich überall tragen, also der eignet sich eigentlich für alles. Sogar, insbesondere auch für ein Date, glaube ich, finde ich den schön. Der hat zwar nicht so eine dichte Süße, wie es Männer oft an Frauendüften mögen, aber eben so was ganz, ganz, ganz Wiedererkennbares. Also der hat einen großen Wiedererkennbarkeitswert und ich stelle mir vor, wenn man zum ersten Mal auf ein Date geht, dass dieser Geruch sich besonders gut eignet, um sich mit der Dame dann zu verknüpfen. Ja, echt schön. Southern Bloom
von Goldfield & Banks. Der nächste ist einer, den habe ich euch kürzlich schon in meinem neue Düfte-Video gezeigt. Und der ist anders als die anderen, diesmal orientalischer, wärmer, vanilliger, wildledriger. Vielleicht kommt ihr schon drauf. Es ist der Cure d'Orient von Sous Le Manteau. Und Sous Le Manteau ist eine französische Marke, die ganz interessante Düfte macht, deren Düfte wirken überhaupt nicht so wie das Packaging, überhaupt nicht modern, clean, lässig, sondern die Düfte sind ganz tief, ganz pudrig, ganz, ja, packend irgendwie. Und Cure d'Orient riecht im Grunde wie Cure Beluga von Guerlain. Also wir haben eine Wildledervanille, wir haben Benzoe und wir haben einen ganz leichten Touch von der Iris, was auch ganz schön macht. Also der ist eher für die kälteren Temperaturen, würde ich sagen. Also für jetzt könnte man eigentlich gut tragen. Gut abgestimmt, hochwertig und nicht ganz so pricey wie der Cure Beluga. Also echt was Schönes so für kalte Abende, ja, wenn man draußen ist oder auch wenn man drinnen ist, so ein bisschen zum Kuscheln lädt er auch ein. Der hat was ganz Feines und er hat auch so ein bisschen einen warmen, holzigen Touch noch. Also der ist wirklich ganz anziehend irgendwie, der hat was. Cure d'Orient von Sous Le Manteau. Der nächste Duft ist einer, immer wieder, wenn ich den rieche, bin ich so begeistert, wie toll der gemacht ist. Es ist von einer Marke, die auch nicht super bekannt ist, die heißt Bon Parfumeur. Und der Duft heißt 402 Vanille Caramel Santal. Und das ist auch ein Gourmand, aber das ist einer der tragbarsten, office-tauglichsten, alltagstauglichsten Gourmands, die ich kenne. Oft ist es so, dass Düfte mit diesen Noten, also insbesondere so Vanille-Caramel-Noten, die können sehr heftig sein, die können sehr süß sein, die können sehr punchy sein und haben meistens auch eine richtig große Projektion. Der hier ist irgendwie so eine ganz wunderbar runtergetonte Version davon mit Mandelblüten, Puderzucker und so ein bisschen Apfel. Also der ist tatsächlich wie so ein Dessert, aber so ein Dessert, das einfach nicht zu süß ist und hat gleichzeitig auch irgendwie was, doch dann wieder so eine erfrischende Komponente auch, die es dann überhaupt nicht zu pappig macht, überhaupt nicht zu dicht, sondern das ist so ein lockig, fluffig, leichter, super toller Gourmand. Also wenn ihr auf süße Düfte steht, aber gleichzeitig was haben wollt, was sehr sophisticated ist, dann holt euch den 402 und die gibt es auch in 15 und 30 Milliliter. Also da könnt ihr auch richtig preiswert testen, müsst ihr nicht viel Geld dafür ausgeben. Und ich finde den spitze. Ich finde, das ist ein richtig toller Wohlfühlduft und der hat auch Signature-Qualitäten meiner Meinung nach. Und für den nächsten müsst ihr leider schon ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Den gibt es nämlich nur in 100 Milliliter und der hat seinen stolzen Preis. Aber ich würde sagen, es ist wert. Es ist der Christ Chanel von BDK. Das ist ein wunderschöner, feige, schwarzer Tee-Sandelholzduft. Also ich finde, muss den Spüler mal richtig hindrehen. So. Ich finde, das beschreibt ihn auch echt gut. Und der ist sehr distinktiv in seinem Charakter. Also ich würde fast sagen, das ist so der nischigste von allen. Aber der hat trotzdem noch einen unglaublichen Massenappeal. Ist sehr gefällig. Auch finde ich eher feminin, wobei der fast schon ein bisschen in Richtung Unisex tendiert, meine ich. Ja, und der ist einfach wirklich eine Komposition, die ihr mit Sicherheit noch nicht gerochen habt, wenn ihr den noch nicht kennt. Wir haben auch einen Kardamom in der Kopfnote, das eigentlich typischerweise in Herrendüften verwendet wird. Aber hier ist wirklich nur eine Idee vorhanden und die gibt einfach so einen ganz, ganz dezenten, würzigen, aromatischen Touch, macht es interessant. Ja, wir haben den schwarzen Tee, wir haben die Feige, die nicht zu süß ist, was mich freut, weil das mag ich nämlich nicht. Und wir haben dann im Drydown dieses wunderbare Sandelholz, zusammen mit einem Tonkabohnen-Absolü. Und Tonkabohne ist auch immer so eine Garantie für eine ganz weiche, sanfte, fluffige Unterlage. Also der ist einfach Eleganz in Perfektion, gleichzeitig hat er eine Anziehung, ja. Eleganz ist oft was, was sehr distanziert ist, was eher kühl ist. Der hier ist sehr warm, einladend. Der will kuscheln, ja. Und deswegen finde ich den so wahnsinnig attraktiv. Falls ihr ihn noch nicht kennt, besorgt euch mal eine Abfüllung und probiert den mal. Christ Chanel von BDK. Und falls ihr jetzt noch andere Düfte kennt, die sich auch als Nischeneinsteiger für Frauen eignen würden, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare für eure Mitzuseher. Ich glaube, die würden sich freuen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.